Der DAX hat es tatsächlich geschafft. Er ist über die magische 9000-Punkte-Marke geklettert und macht bis jetzt auch noch keine Anstalten, sich nachhaltig darunter verkriechen zu wollen. Wie lange die Börsenparty jetzt noch so weitergehen kann und welche DAX-Einzelwerte die jüngste Entwicklung ihres Heimatindex vorangetrieben haben oder eben auch nicht, darüber spreche ich jetzt mit Markus Hondrich. Er ist der Chefredakteur vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hallo Herr Hondrich, schön, dass Sie da sind. Grüße Frau Zink. Ich habe es gerade schon gesagt, DAX endlich über die 9000-Punkte-Marke geklettert, aber jetzt sind wir sozusagen im charttechnisch luftleeren Raum. Wie können wir denn jetzt noch Kursziele ermitteln? Ja, wie gesagt, also wir haben alles im grünen Bereich momentan. Wenn man sich den DAX anschaut, der langfristige Aufwärtstrend ist intakt. Hier der langfristige Trendkanal, da haben wir sogar noch etwas Luft nach oben. Nachdem wir die 8.770 Punkte mal rausgenommen haben, sind wir natürlich nach oben durchgelaufen. Jetzt wird es natürlich etwas dünn, weil wir untergeordnet so einen seit einem Jahr einen etwas flacheren Aufwärtstrend haben, wo wir jetzt am oberen Ende angekommen sind. Da wird jetzt die Luft ein bisschen dünn, aber es ist nicht so, dass man jetzt Angst haben muss, dass hier eine große Korrektur kommt. Es kommt vielleicht nochmal eine Konsolidierung, ist durchaus möglich. Es ist auch möglich, dass wir hier diese obere orange Linie nach oben durchbrechen. Dann gäbe es eine Kursbeschleunigung, eine Trendbeschleunigung, einen Trendausbruch nach oben. Nach unten ist sowieso, ich sage mal, die alte Ausbruchsmarke bei 8.770 beziehungsweise die horizontale bei 8.500 ist das Maximum, was ich nach unten als Risiko sehe. Also der grüne Aufwärtstrend sollte auf alle Fälle weiterhin Bestand haben. Wenn man sich den kurzfristigen Chart mal anschaut, hier, wie schon angedeutet, hier sind wir bei diesem etwas flacheren Aufwärtstrend, der vorhin orange eingezeichnet war, schon am oberen Ende angekommen. Wenn man jetzt diese Bewegung hier anschaut, dann kriegt man als Ziel 9.160, 9.170 als nächste Kursmarke, wenn man die Measured Move Projektion hier ansetzen würde. Und das denke ich auch, dass wir in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Und damit wäre auch der Trendausbruch hier geschafft. Und wie fällt Ihr Ausblick für das laufende Jahr noch aus? Denken Sie, wir haben noch eine kleine Weihnachtsrallye? Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir nicht unbedingt die 10.000 Punkte in Angriff nehmen, aber wir werden schon uns in die Richtung bewegen. Ja, also viele lassen sich ja mittlerweile schon dazu hinreißen, die 10.000 Punkte schon in greifbare Nähe zu rücken. Da brauchen wir aber schon noch ein bisschen Zeit. Ja, ich glaube, die 1.000 Punkte werden wir nicht in den letzten 2 Monaten machen. Vielleicht bis März, das ist durchaus möglich, aber ich glaube, bis Jahresende werden wir so Richtung 9.3, 9.5, das kann ich mir gut vorstellen. Dann machen wir weiter mit ein paar DAX-Einzelwerten, die sich in der letzten Zeit auch ganz gut entwickelt haben, beziehungsweise das ein bisschen nachgebildet haben. Die Entwicklung im DAX, die Aktie von Munich Re, also der Konzern, hat erst vor kurzem vermelden müssen, dass er in diesem Jahr so sehr wie noch nie unter Hochwasserschäden oder Umweltschäden gelitten hat oder noch nie so viel dafür zahlen musste wie in diesem Jahr. Wie macht sich das im Chart bemerkbar? Ja, im Grunde nicht wirklich. Also wir haben hier ähnlich wie beim DAX einen soliden Aufwärtstrend. Auch hier ein schöner Trendkanal, den man hier projizieren kann. Wie man hier sieht, auch hier noch Luft nach oben. Das Jahreshoch ist noch etwas entfernt. Also hier gab es zuletzt eine Korrektur auch durch die Hochwasserschäden ausgelöst. Aber das ist meiner Meinung nach eher eine Möglichkeit zum Einstieg. Hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie wurde schon nach oben durchbrochen. Wir haben jetzt letzten Endes auch dann sind wir an diese horizontale herangelaufen. Wenn wir da nach oben ausbrechen, kann man davon ausgehen, dass das Jahreshoch in Angriff genommen wird. Insgesamt wäre es dann charttechnisch, würde sich dann hier ein abwärtsgerichtetes Dreieck nach oben auflösen. Und damit gäbe es hier eine Trendbestätigung. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass wir in absehbarer Zeit das neue Jahreshoch sehen werden und auch die obere Trendkanallinie dann anpeilen werden. BASF hat zuletzt Zahlen vorgelegt und auch ganz gute. Und auch hier haben wir fast eine ähnliche Konstellation wie bei Munich Re im Chart. Das stimmt, wir haben hier einen soliden Aufwärtstrend. Grundsätzlich spricht hier nichts gegen eine Fortsetzung. Wie man hier oben sieht, eine kleine Seitwärtsrange, also nicht in Dreiecksform, sondern in Rechtecksform in diesem Fall. Bei 75 Euro ist hier erstmal der Deckel drauf. Wenn der natürlich fliegt, sprich der Widerstand gebrochen wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal 10 Euro draufsatteln auf den Kurs und dann wären wir Richtung 85, 90 Euro unterwegs. Wenn man sich den Chart so anguckt, dann müsste das jetzt ja eigentlich der nächste Schritt sein oder wird es nochmal zurücklaufen? Ja, das wird man sehen. Also wenn der DAX weiterhin so gut läuft, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch eine BASF nach den starken Zahlen auch hier das Jahreshoch in Angriff nehmen wird und dann ist erstmal der Weg nach oben frei. Der Weg nach oben frei war zuletzt auch bei der Aktie von BMW, die ist auf ihr neues Allzeithoch geklettert. Wie gehen Sie hier jetzt vor?
Ja, Allzeithoch ist eigentlich immer ein Grund, um einzusteigen, mit engen Kursen natürlich abgesichert. Wenn man sich den Chart hier anschaut, hier ist ein Dreieck nach oben aufgelöst worden. Das ist ein ganz klassisches Trend-Folgegebilde. Also insofern kann man davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend hier anhalten wird. Sollte natürlich der Kurs nicht mehr unter diese grüne Linie fallen. Aber ich glaube, da besteht momentan keine Gefahr. Wenn man sich die Basis vom Dreieck jetzt nach oben abträgt, dann sind wir bei dreistelligen Kursen. Also Richtung 100 Euro sollte es die nächsten Monate, sage ich mal, gehen. Ist BMW auch Ihr Favorit unter den Autowerten oder könnte man Daimler gerade vorziehen? Wenn ich mal so zwischenfragen darf. Ja, das ist schon schwierig, weil Daimler hat ein gewisses Momentum dadurch, dass man noch Kosten senken kann und so weiter. Bei BMW spricht natürlich dafür, dass man hier im Elektromobilitätsbereich hier deutlich in Front ist in Deutschland. Gerade jetzt, was Tesla betrifft, da ist ja Elektromobilität momentan ist es mehr im Fokus. Und daher glaube ich, oder daher bin ich eher ein BMW-Fan, weil man ist einfach technologisch weiter. Machen wir gleich weiter mit der Aktie von Heidelberg Zement. Da gab es zuletzt etwas durchwachsene Analystenkommentare. Und auch hier haben wir schon wieder so ein bisschen eine ähnliche Formation wie bei BASF und Munich Re. Also auch Formationen kurz vor. Die Formationen im DAX, die ähneln sich alle in gewisser Weise, ob wir jetzt hier Rechtecke oder Dreieck als Konsolidierungsformation haben, ist meistens dahingestellt. Aber hier haben wir wieder eine Rechtecksform bei 60 Euro, die entscheidende Widerstandsmarke. Also hier das Rechteck nochmal eingezeichnet. Wird es nach oben rausgenommen, kann ich mir auch vorstellen, halt die Höhe nach oben abgetragen, gibt nochmal ein Kursziel von 70 und das sollte auch in den nächsten Wochen möglich sein. Und da kommt es auch gleich rein, die Aktie von der Allianz sieht ja auch nach einer guten Aufwärtsbewegung aus. Das ist richtig. Hier haben wir allerdings zum Aufwärtstrendkanal nochmal ein leicht aufwärtsgerichtetes Dreieck, das schon nach oben durchbrochen ist. Also hier ist das Kaufsignal schon aktiv. Und jetzt kann man eigentlich darauf warten, bis wir hier Richtung oberer Trendkanallinie laufen. Und das sollte eigentlich in den nächsten, wenn der DAX weiterläuft, Wochen auch passieren. Die Aktie von ThyssenKrupp, die ist zuletzt ein bisschen zurückgekommen von ihrem letzten Verlaufshoch. Also die Rallye oder der Aufwärtstrend der letzten Wochen hat sich jetzt ein bisschen abgeschwächt. Ja, was steckt denn dahinter überhaupt? Ja, grundsätzlich, die Aktie schaut grundsätzlich nicht schlecht aus. Also könnte eine schöne Bodenbildung geben. Wir sind hier in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, wo man hier schon am oberen Ende angekommen ist. So eine Korrektur, ich sage mal, bis auf 17,50 Euro wäre durchaus möglich, vielleicht auch 16,50 Euro, je nachdem, wie heftig die Gesamtmarktkorrektur ausfällt. Grundsätzlich ist aber, wenn man sich die Horizontale hier anschaut, hier ist ein kleiner Kumulationspunkt als Widerstand. Wenn der nach oben durchbrochen werden sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir Richtung 23 Euro laufen. Jetzt sieht es erstmal so aus, als ob wir nochmal bessere Einstiegskurse kriegen im Bereich von 17,50 kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal auf der Long-Seite aktiv werden könnte. Also eine ganze Reihe vielversprechender DAX-Titel, gerade die man beobachten sollte. Ich sage ganz herzlichen Dank, Markus Hondrich, für diese Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war der ATV-Chart-Check für diese Woche.